Yo ho, hier ist wieder Panicfly mit einem neuen Infovideo. Und ja, also ich war jetzt eine Woche im Urlaub, weil ich ja Sommerferien habe. Und ja, das habt ihr vielleicht gemerkt, weil keine Videos gekommen sind. Und es gibt noch eine schlechtere Nachricht. Es gibt insgesamt zwei sehr gute Nachrichten und eine verdammt schlechte Nachricht. Also, ich bringe zuerst eine gute, und zwar, ihr werdet es wohl bemerkt haben, ich habe besseres Internet, DSL 16.000. Ja, ich habe jetzt für einen 17-minütigen Yu-Gi-Oh! Part 10 Minuten zum Hochladen gebraucht. Das hat mich sehr gefreut. Das heißt, es werden für euch schon mal längere Videos kommen, was ein ziemlich großer Vorteil ist. Und ja, das war eigentlich der erste Vorteil. Ich werde ja, genau, ja, das war eigentlich der erste Vorteil. Also eben, wie gesagt, besseres Internet. DSL 16.000. Und da werde ich halt dann ziemlich viel MHFU und ziemlich viel Yu-Gi-Oh! Hochladen können. Aber, also Oblivion und sowas, das wird schon etwas größer. Deswegen, da werde ich dann, aber da werde ich wahrscheinlich auch so 15 Minuten bis 20 Minuten Parts machen. Also eigentlich ist egal. Auch mit den Togethers mit X-Brain Rush LP und X-Freestyle LP werde ich wahrscheinlich auch, ja, wenn die mal Lust haben oder so, dass ich dann mal längere Videos mache. Ja. Dann bringe ich jetzt mal den Nachteil. Ja, dass ich jetzt noch mal 3 Wochen weg bin. Das ist eigentlich der Nachteil. Also 3 Wochen weg. Ich bin zwar am Computer. Ich hab zwar mein. Nehme jetzt zwar meinen Computer mit. Und kann immer mal wieder nach dem Rechten sehen. Ich kann auch eure Fragen gern beantworten. Deswegen also werde ich jetzt leider 3 Wochen nichts hochladen können, wahrscheinlich. Wenn dann nur Yu-Gi-Oh!, weil, und dazu komme ich gleich, es was mit MHFU gibt. Aber naja, wie gesagt, also 3 Wochen leider. Aber danach wird richtig gepowert, weil dann habe ich meinen neuen PC, was die zweite gute Nachricht ist. Eigentlich gibt es 3 gute Nachrichten. Die letzte gute Nachricht ist eher was für die MHFU-Leute, was? Naja, also die zweite gute Nachricht, ich habe dann endlich meinen Computer und nachdem ich zurück bin und es wird dann richtig, richtig, richtig abgehen, dann werde ich dann alles spielen können, wirklich alles, weil dann habe ich die geilste Grafikkarte, den geilsten Prozessor und ja, dann werde ich einfach alles aufnehmen können. Und da freue ich mich schon drauf, vor allem auf Oblivion. Ich weiß, ich sage es tausendmal, aber es ist einfach mein Lieblingsspiel. Aber naja, genau. Und für die MHFU-Spieler jetzt, beziehungsweise Gucker, ja, mein Kumpel Ferdi ist wieder da. Hier grüße ich Ferdi. Von Alatrion, dem Kanal. Besucht ihn, wenn ihr MHFU-Videos sehen wollt. Und er ist wieder zurück aus dem Urlaub. Das heißt, wenn ich auch zurück bin, ja, können wir dann endlich wieder MHFU in der Guild aufnehmen. Und dann machen wir alles durch. Das wird so lustig. Da freue ich mich auch schon drauf. Deswegen ist jetzt in letzter Zeit auch kein MHFU gekommen, weil ich, keine Ahnung, so im Dorf alleine macht es mir nicht so Spaß wie mit meinem Kumpan hier in der Gilde zu zweit. Deswegen, ja, wenn ich dann aus den 3 Wochen wieder zurück bin, wie gesagt, besseres Internet, bessere Computer und neue MHFU-Videos. Und zwar bis zum Powern, weil ich ja dann richtig lange Videos hochladen kann. Dann werde ich mal schauen, ob wir nicht vielleicht 2 Quests pro Video machen oder so. Dass wir dann. Ah, ist ein bisschen zu übertrieben. Gerade der übelste Fail. Captain hat aufgehört aufzunehmen. Aber egal. Naja, ich habe eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 3 Wochen. Peace.